Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part. Seid gegrüßt. Die zweite Nummer zu Super Mario 3D World. Den Zwergenfürst. Und mit Luigi diesmal. Diesen Part heute mal mit Luigi zur Abwechslung. Okay, da wollte ich nicht rein in das Level. Verdammt. So ein Mist. Abbrechen. So, hier wollte ich rein. Ja, das Level haben wir noch nicht gemacht. Welt 1-4. Auf geht's. Let's go. Wie er sagt, let's go. Wir haben noch einen Großpilz im Inventar und wir haben Katzen, Luigi. Und ja, auf geht's. Auf den Rücken von ihr hier. Reite auf Plessy zum Ziel. Plessy ist jetzt hier dieses Meerjungfrau, genau. Genau, Zeugi. Das, so sehen Meerjungfrauen aus. Dieses Meermonster. Ja, okay, ja. B und ja. Oder zum Springen. Ja, okay, alles klar. Let's go. Die Steuerung ist nicht zu schwer. Hier werden Joy-Con-Steuerungen angezeigt, aber. Auch mit dem Pro-Controller ist es nicht zu schwer. Und wir haben einen Stern verfehlt. Ja gut, erstes Wasserlevel. Und die Musik erinnert etwas. Man hört sie nicht, weil das Wasserrauschen ziemlich laut ist. Aber ansonsten erinnert es ziemlich an diese Slider-Musik aus. Sag schon. An die Schneeberg-Musik aus Mario 64. Daran erinnert man sich stark. Genau so. Nein! Gestorben. Man kann in diesem Level sterben. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Vielleicht kriegen wir jetzt auch mal den Stern. Mal richtig springen und richtig schwimmen. Achtung! Ach, verdammt! Bin ich zu spät gesprungen. Dann komme ich wieder durch. Eine Powerstrecke. Jetzt Badetag hier. In Finnland. Finnland ist. Ist dieses Land, in dem wir gerade sind. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Das ist wirklich knifflig hier. Wir haben einen Stempel, immerhin. Wir müssen wieder rein. Und machen auf die drauf. Nächste Stern. Ja, 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 ja. Und ja, das war aber nichts. Die Sterne kommen wir hier wohl erstmal nicht ran. Vielleicht kriegen wir wenigstens den dritten Stern. Ja. Zu viele mehr Male werde ich das heute auch nicht versuchen. Oh, ja, den dritten Stern oder beziehungsweise den zweiten Stern. Habe ich jetzt nicht geblickt, wo sich der befindet. Wenigstens goldene Flagge. Nein, etwas. Und viel Level geschafft. Mit 0 Sternen. Wenigstens den Stempel. Ein Nessie-Stempel. Okay, ich gehe noch mal rein. Ich versuche noch mal wenigstens 2 Sterne zu bekommen. Die haben wir ja gesehen. Wo wir die kriegen können. Wasserspaß mit Plessy. Na komm. Heute ein bisschen Wasserspaß.
Muss auch vielleicht Mario nehmen, der höher springen kann. Mal abspringen von Messi. Können wir nicht. So hoch genug springen mit Messi. Kann die Luft springen? Ja, aber den ersten wieder übersehen und rückwärts können wir nicht, verdammt. Kann ich vielleicht irgendwie länger in Luft bleiben? Sonst beim letzten Stern war das doch. Wäre das eine Möglichkeit? Nee, irgendwie nicht. Wenn wir jetzt noch kurz Hops machen, ist dann nicht drin. Na komm. Das passiert also nur über die Gegner. Fahren. Nein! Ein Abgrund gefallen. Na komm, nutzen wir die Chance nochmal, um den Stern zu bekommen. Ich kann wirklich nicht hoch. Ich kann nicht sehr hoch springen. Nutzen wir die Rampen rechtzeitig und zack, daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Rote Münzen. Verdammt, nicht mal das kriegen wir hin. Nicht mal das kriegen wir gebacken. Das ist ja schrecklich. Hüpf, 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 hüpf. Und das extra Leben kriegen wir auch nicht. Das ist ja deprimierend hier. Das ist ja wirklich schlimm. Du bleibst hier oben. Wie auch immer das hier möglich ist. Solche Wasserstrecken zu haben. Und Wasserfälle. Verdammt. Ich glaube, da müssen wir genug Anstieg haben, um wir das da schaffen, lang genug in der Luft zu bleiben. Ja. Sonst fallen wir hier runter wie ein schwerer Stein. Haben wir hier noch irgendwo einen dritten Stern? Ich fürchte nein. Deprimierend. Was soll es? Weiter zum nächsten Level. Haben wir es lang genug in dem einen Level aufgehalten? Weiter geht's. Wir wollen halt noch zum Schloss kommen. Oha. Wieder ein Glücksspielrad. Ein enormiger Bandit. Let's go. Verkacken wir mal wieder gekonnt. Die dritte Dimension. Ja gut, das muss man hier erstmal kapieren. Mist. Oh, zwei gleiche. Wenigstens das. Müssen wir noch die okay. Die Münzen kriege ich. Okay, one up. Immerhin. Ein one up. So, ja, die Sterne loslassen wir jetzt erstmal aus. Toddy, was gibt's bei dir? Captain Toad will hoch hinaus. Welt 1 Toad. Ja, da gab's ja dann ein eigenes Spiel für ihn. Für Captain Toad. Aber hier schon mal ein paar Captain Toad. Hier spielen wir, glaube ich, auch Captain Toad. Und so sehen dann auch später die Captain Toad Levels in Captain Toad Spiel aus.
Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera mit R oder ja, genau so, um die Umgebung zu verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Oh, eins noch, Captain Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Ja, lass das Ding an bei Captain Toad. Wir müssen halt die Plattform nutzen und die Schrägen, so wie sie kommen. Und alles aus dem Weitwinkel. Der zweite Stern. Ja, das Level ist ganz gut, um Münzen, um Sterne zu sammeln, die man nicht vorher nicht bekommen hat. Die man zum Beispiel im letzten Level ausgelassen haben. Kleiner Bonus für alle. Die es nicht so gut hinbekommen haben, die Sterne zu sammeln. Dass sie trotzdem genug Sterne beisammen haben, um das Schloss zu betreten. Ja, wie gesagt, in den letzten 2 Parts schon gesagt, 100% ist bei mir nicht unbedingt drin. Sehr schön, Level beendet. 5 Sterne gefunden. Sehr toll. Auch mal eine andere Art von Level. So. Damit hätten wir jetzt 18 Sterne. Sehr schön. Achso, da steht jetzt ein L dran für Luigi in dem Level, was wir mit Luigi gemacht haben, da für Mario. Also insgesamt 21 Sterne, die wir bisher hier hätten kriegen können. Jetzt aber erstmal ins Schloss hinein. Da haben wir genügend Sterne für, um das Tor zu zerbrechen und hineinzustarten. Hilfe! Schreit da die grüne Prinzessin. Rosa gibt Gas. Rosa. Eingesperrt. Okay, das erste Schloss. Aha, was geschieht hier? Bomben. Bomben geschehen hier. Ist das so? Und da war ein grüner Stern. Und grüne Münzen, die zu einem grünen Stern führen. Und doppelter Gumba. Und Bomben, wir müssen aufpassen. Explosives Level hier. Ein explosives Level. Okay, was gibt's hier? Ein Tatzenschild. Na, hier gibt's einen Stern. Sehr schön, den zweiten Stern. Machen wir das gut, was wir im letzten Level verkackt haben. Holen wir uns unsere Ehre wieder zurück. Sehr gut. Ein Gumba-Turm. Nein! Sind meine Katzen-Dings genommen. Meine Katzenpower. Die Katzenpower. Und da ist er schon wieder. Die Katzenglocke. Nein, Gumbas, weg mit euch. Ich wollte da nochmal hochklettern, aber da waren wir wahrscheinlich schon. Gibt's noch Zeit zu holen. Und was für oben auf den die Trumps draufklettern, gibt es ein bisschen Zeit. Ja. Zeit ist auch sehr wertvoll.
eines der wertvollsten Güter, die wir haben. Ach so, komm, ich bestimmt dann nicht sterben. Komm ran. Jetzt ist wertvoll. Stempel suchen wir noch. Wollen wir den werde ich auch noch unseren Stempel aufdrücken. Na, da muss man Ausschau halten. Kann nicht sein, dass wir den verpassen. Den Stempel. Ah, so kriegen wir die Wand kaputt. Nein! Okay, noch ist nicht vorbei. Ich habe noch keinen Stempel. Okay, brauchen wir nicht. Was wollen wir mal nach dem Stempel Ausschau halten? Das geht ja nicht. Da ist hier keiner drin. Ach du Schande. Ein cooles Auto hast du da. Bowser. Aha. So läuft das hier. Verdammt. Schon nicht klein und schon nicht gestorben. Aha, aha, aha. Kein Checkpoint? Ja, die machen wir doch, indem wir sie anstoßen. Okay. Stempel. Okay, den Stern haben wir schon. Okay, wir sind scheinbar schon groß. Sehr schön. Wie viel ist die Stempel drauf? Nein, nur Zeit. Ich muss mal oben auf den Türmen nachgucken. Ich glaube, ich habe eine schlechte Idee. Okay, habe ich schon drauf nachgeguckt. Ich muss von oben nochmal da nachgucken, also noch oben. Oben drauf. Hm, oder nicht. Nochmal oben Ausschau halten. Oder unten. Ist da was zu sehen? Naja, so runter traue ich mich irgendwie nicht. Ich weiß ja nicht. Muss ich wahrscheinlich irgendwie... Ah, weiß ja nicht. Da runter irgendwo? Gibt's da hier noch irgendwo einen Stempel? Ich befürchte es fast. Hier irgendwo... runterklettern müssen. Hier irgendwie... Muss der Gumbaturm nicht mit hinfolgt? Soll ich irgendwas riskieren? Soll ich jemand riskieren für einen Stempel? Oh nein! Das waren nur Münzen, oder war das der Stempel? Scheint mir so, als wäre das der Stempel gewesen. Hinter der Wand war er versteckt. Okay. Verdammt! Ich bin gerade zum Item verspielt. Müssen wir ohne klarkommen. Nix im Bosskampf. Im Bowsers Kampf. Oder wir kriegen noch eine. Wir kriegen noch so ein Item. Okay. Die Bomben müssen wir zurückschießen. Auf seinen Wagen. Nicht die rot blinkenden. Okay. Vorsichtig. Daneben. Sehr schön, Treffer. Mutig drauf.
Sehr schön. Können wir jetzt auf ihn drauf? Nee, können wir nicht. Na komm. Seinen Wagen kriegen wir schon noch kaputt. Na komm, wir müssen Fußball spielen. Sehen ja auch wie Fußballer aus. Die Bomben. Nein! Nein, jetzt haben wir das Item verfehlt. Ist abgehauen. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir hier veranstalten. Wir haben kein Item mehr. Schön dem Feuer ausweichen. Na komm, dann schießt wieder Bomben. Das kann jetzt ja nicht weitergehen. Okay, ein Item wäre jetzt nicht schlecht. Das könnte ich gebrauchen. Geht's weiter. Bombe! Verdammt! Und kein Checkpoint. Noch einmal von vorn. Diese Bomben. Okay, zumindest den Stempel und die Sterne haben wir schon bekommen. Nichts, darum brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Zum Level. Wir warten. So, hier hoch. Hier durch. Komm mal. Ach, verdammt mich. Die scheiß Gumbas. Na komm. Und zack. Nutzen von Pilz. Für den Bosskampf. Können wir gebrauchen. Ja, so lang ist das Level nicht. So, let's go. Ja, zielen und jetzt nicht getroffen werden. Na komm, dreimal treffen, wie es ausschaut. Ja, und kommt damit sein Feuer. Oder doch nicht. Wo ist dich? Lass dich nicht treffen. Oha, Feuer. Lass dich auch nicht befeuern. Okay. Weiter geht's auf die nächste Ebene. Zack. Und weiter treffen. Zack. Hat schon zweimal gereicht jetzt hier. Schön ausweichen in Flammen. Kann nicht kommen. Nee, das ist schlecht mit der Kamera verrücken. Hast du dich mal ausgespuckt? Ist auch nur gespuckt. Oh je. Verdammt. Das sollte nicht passieren. Wir können ihn auch ein bisschen scheuchen. Sehr schön. So, jetzt aufpassen. Die Flamme auswerfen. Ausweichen, die Bomben zurückwerfen. Oh je. Oh Schreck. Wir können ihn scheuchen. Dann kommen die Bomben auch. Verdammt.
Aufpassen, ich bin klein. Aufgepasst. Wir müssen ihn scheuchen, wie es ausschaut. Na, pass auf. Nein. Ja, vorsichtig. Ich bin Feuer enden. Ja. Ja, das brauche ich hier. Ja. Die konnte zurückwerfen. Nein. Und schon sind wir das Katzenleben los. Na komm, die Bomben. Gib her die Bomben. Oh, schick. Wir können schaffen. Und Bombe zurück. Sehr schön. Okay, da geht's weiter. Scheint eine Endlosschleife zu sein. Ja, bis die Zeit endet. Jetzt stehen wir auch noch unter Zeitdruck. Oh, Schreck. Das werden wir verkacken, weil wir keine Zeit mehr haben, oder was? Oder auch nicht. Schrott ist ein Wagen. Aber knapp mit der Zeit. Geschafft haben wir ihn. So, sehr schön. Ein One-Up. Viele Münzen. So, befreien wir die erste. Die erste Fee. Das kann ja auch mal passieren. Ich kann mich daran erinnern, in einem Let's Play von einem YouTuber mal gesehen zu haben, dass das jetzt, das zählt jetzt auch noch mit in die Zeit. Und wenn du den Boss mit deinem Bowser mit nur 20 Sekunden Zeit besiegt hast und dann hier, hier dran verkackst, das ist dann, ja, das ist sehr deprimierend. Du verkackst dann dabei die Fee zu retten und musst das Level nochmal von vorne machen. Oh wei. Wir haben es zum Glück geschafft. So ein Bowser-Stempel. Sehr schön, haben wir Welt 1 abgeschlossen heute im Park. Luigi hat das erste Schloss gekapert. Und die grüne Feenprinzessin zaubert uns einen Weg zurecht. Eine Brücke, eine Röhre, eine Glasröhre, die zu Welt 2 führt. Zu Welt 2 sie uns führt. Auf geht's. Auf eine Welt 2. Eine Wüstenwelt. Was sonst? Hilfe! Die gelbe Fee. Was sonst? Im Wüstenland. Ja gut, im Wüstenland geht's im nächsten Part weiter. Dämpchen nach oben, sollte euch Welt 1 gefallen haben. Sollte euch dieser Part noch gefallen haben. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Bis dahin. Ciao.